Nicht nochmal. Die Brille sitzt ein bisschen schief an. Die ist irgendwie ein bisschen verzogen. Das hat mich von viel Mann. Man muss die auch gleichmäßig irgendwie auf den Ohren auch tragen, aber jetzt sieht es einigermaßen gut aus. Ja, ich wollte noch erzählen, also mit damals halt auch mit der Clique und so. Also das ist halt so eine Sache für sich, weißt du. Eine Clique ist zwar schön und gut, aber wir hatten auch Stress gehabt, Beef gehabt und das hast du sowieso, wenn du in der Altstadt bist, mit den ganzen Leuten und so. Und gibt immer irgendwelche Leute, die Stress suchen und so, und aber das heißt immer. Aber ja, das ist das, was ich halt traurig finde. Was auch halt im Webgame und also allgemein so auf der Welt halt, dass die Leute halt, ja, der Mensch ist halt so, dass er sich immer irgendwie halt herausfordern muss. Und das war ja schon früher schon so gewesen, dass es dann schon Duelle gab und Wettrennen und keine Ahnung was, weißt du, Wettkämpfe und halt wer der Bessere ist. Ne? Und das ist das, wo auch viele halt sagen, so, ja, der Mensch hat halt verkackt und ist nichts mehr. Ich habe das halt auch erlebt, auch bei Facebook, vor allen Dingen bei Facebook, weil ich halt schon seit mittlerweile fast 20 Jahren dabei bin, dass da halt viele Leute drunter waren, oder einige Leute, die halt auch im Kämpfen waren, im Kämpfen sind, halt versuchen halt einen positiven Einfluss mitzugeben. Andererseits, ja, wenn man sich die Musik anhört, im Webgame ist es auf jeden Fall hart geworden, ist auf jeden Fall, ja, Rock'n'Roll auch, das geht auch krass ab. Und, ja, was ich halt damit sagen will, ist halt, es ist traurig, dass wir uns halt so alle so am Bekämpfen sind, auf gut Deutsch. Ja, vor allen Dingen auch im Ausland und so, und ja, es geht halt ums liebe Geld und ne? Ich will ja gar nicht näher drauf eingehen, ich mag diese Themen gar nicht mehr, ich bin dabei, mich eigentlich davon halt abzukatten und das gar nicht mehr so um mich ranzulassen, ja. Ich habe mich auch in den letzten Jahren halt sehr viel eingesetzt und so weiter. Und habe viel geschrieben und viel diskutiert. Und ja, Fazit ist auf jeden Fall, also es hat ein bisschen was gebracht, finde ich. Also auf jeden Fall hatte ich auf jeden Fall was zu tun gehabt. Mir war nicht so wirklich in Anführungsstrichen langweilig gewesen. Aber irgendwann ist mal gut. Ich komme jetzt auch, ich komme jetzt, auf die 40 zu. Und ja, ich merke es halt langsam auch. Also da ist wieder so schon nicht mehr so lange. Also ich habe das mache schon die letzten 20 Jahren habe ich kaum Sport gemacht, wenig Sport. Viel Laufen zwar und so, aber ja, die Ernährung. Da habe ich auch eigentlich hier in Ordnung, oder? Die ist ausgewogen. Passt schon. Oder? Der Konsum, ja, habe ich auch in den letzten Jahren sehr runtergeschraubt. Ja. Wie gesagt, vor 20 Jahren war ich noch ganz anders unterwegs gewesen und viel krasser und so. Und jetzt auch das letzte halbe Jahr habe ich jetzt auch schön runtergeschraubt mit den ganzen Amphetaminen halt und mit dem Pepper. Weil ich davon loskommen will, weil ich darauf keinen Bock mehr habe, weil es halt keinen Spaß mehr macht, weißt du? Schon lange nicht mehr. Ich schlafe auch viel lieber und bin halt für meine Eltern da, für lieber für was Sinnvolleres. Ja? Für euch, für die Welt, für die Kinder, für die Tiere. Ja, für das, was gut ist, was bewahrt werden muss. Ja,
Wie gesagt, ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich halt ruhiger runterfahre. Und wo ich mir sage, so, ja, ich mache jetzt auch nur noch so dies und das, aber nicht mehr so wie vorher, halt anders. Ruhiger vor allen Dingen. Und manchen Sachen muss man auch sagen. Also, so. Ich habe mich auf jeden Fall in vielen Sachen, fand ich auf jeden Fall blamiert. Ist immer auf jeden Fall unangenehm. Ja, es gehört halt immer dazu. Das ist halt so. Anders hat man es halt nicht. Ja, ich sag ja, Perfektion gibt es halt nicht wirklich, weißt du, warum. Ich sag halt immer nur, glaub an das, was du für richtig hältst. Ja, was auch richtig ist. Was nicht irgendwie, ja, schlecht ist. Weißt du? Wir müssen an die Zukunft denken, an unsere Kinder. An uns selbst noch. Ja, das, was in den Medien kursiert und so weiter, wie gesagt, so teilweise, also ich finde es halt, naja, überspitzt teilweise und in manchen Sachen rausgeredet und in manchen Sachen dann doch nicht und so. Hat sich auf jeden Fall auch viel getan in den letzten Jahren, hat sich viel entwickelt. Ja, wie die Zukunft aussieht, weiß keiner. Wollen wir mal das Beste hoffen. Wünsche eine gute Nacht, ja. Peace.